Herzlich willkommen bei Knit and Shine. Ja, heute begrüße ich euch wieder mal von draußen, aus meinem Garten, von meinem Lieblingsplatz hier auf der Hollywood Schaukel, die ihr, wie ihr vielleicht feststellen könnt, schon ein bisschen älter ist und etwas ramponiert und etwas schief, das Gestänge auch, ja, aber trotzdem, sie ist funktionsfähig und ich liebe es, hier im Sommer zu sitzen unter meinem schattenspendenden Kirschenbaum mit meinem Blick in den Garten. Und ja, den ich euch jetzt, ich zeige diesen Blick in den Garten, aber vor einem Jahr circa habe ich schon mal ein Video gemacht von diesem Standpunkt, allerdings in die andere Richtung. Da könnt ihr nochmal reinschauen, um den anderen Blick zu sehen. Ja, es ist sehr heiß in Wien hier. Ich denke bei euch auch. Obwohl ich gehört habe, dass im Westen nicht so heiß ist, dass dort schon wieder die kühle Front kommt. Aber hier, glaube ich, bleibt es noch ein paar Tage heiß. Gestern hat es an unserem Thermometer im Haus, der sowohl die Innen- als auch die Außentemperatur zeigt, außen 40 Grad angezeigt. Allerdings nicht im Schatten, muss ich dazu sagen. Wir wissen nicht genau, wo dieses Außenthermometer montiert ist, denn das Haus war schon vor uns hier. Allerdings, ja, es war trotzdem sehr heiß. Ich hoffe, ihr vertragt die Hitze gut und kommt damit gut zurecht. Man versucht halt was Leichtes, Luftiges anzuziehen. Und ich werde euch auch gleich sagen, was das ist, falls ihr es nicht schon kennt, weil ich glaube, ich habe es auch schon mal angehabt. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich hier ab und zu schaukle, dass das nicht irgendwie zu Unwohlsein oder Irritationen beiträgt. Nein, ich glaube nicht. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für die neuen Abonnenten. Es sind jetzt doch einige wieder dazugekommen und vor allem wurde jetzt endlich die 2500 Abonnenten-Marke überschritten. Und ja, ich habe mich ja schon eigentlich mit 3-Strang-Wolle bei euch dafür bedankt. Die sind versendet und hoffentlich auch gut angekommen. Von einer Zuseherin weiß ich, oder Gewinnerin besser gesagt, weiß ich leider nichts. Aber die anderen haben mir geschrieben, dass sie sich sehr gefreut haben über die Wolle und ich freue mich, wenn ihr euch freut. Ja. Und zu diesen 2500 wollte ich schon noch irgendwas machen auch und habe lang hin und her überlegt, was könnte ich denn da tun mit dieser Zahl 2500, was könnte man dann denn da anfangen? Soll man 2500 Maschen stricken oder häkeln? Naja, wie will man das kontrollieren und vor allem, was soll das dann sein? Nein. Oder soll man 2500 Minuten durchgehend stricken und häkeln? Das wäre ja auch eine lustige Idee, aber ich glaube, das wird auch niemand schaffen. Das sind ja doch, also ein Tag hat 1440 Minuten und dann nochmal mehr als 1000 dazu. Also ein Tag und, weiß ich jetzt nicht, sagen wir mal 16 Stunden vielleicht so grob geschätzt. Na, das schafft auch keiner, das ist auch unsinnig. Also, was könnte man mit der Zahl 2500 machen? Oder mit, sagen wir mal, 25, ja? Dass man die Nullen hinten weglässt, 25. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, vielleicht an einem Projekt 25 Tage, ein Projekt in 25 Tagen fertig machen. Und da denke ich mir, das wäre vielleicht schon ganz sinnvoll. Also, ihr könnt mir ja mal schreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn du ein Projekt hast, das du gerne fertig machen möchtest, aber irgendwie zögerst du es immer wieder hinaus und ist es dir zu kompliziert oder keine Ahnung, warum du es im Moment nicht weiter betreibst, aber du würdest es gern fertig machen und ich denke mir, 25 Tage, das ist so ein überschaubarer Zeitrahmen. Ja, das sind 3,5 Wochen, wo man doch was weiterbringen könnte, wenn man möchte, aber was jetzt nicht den totalen Stress verursacht. Und ich denke mir, es ist egal, ob du jetzt
das Projekt schon begonnen hast, ob es fast fertig ist oder mittendrin oder gerade erst angefangen oder ob du was Neues beginnen möchtest. Ja? Und ich hätte davor gehabt, so eine Art Knit-Along daraus zu machen. Ihr wisst schon, ich bin normalerweise kein großer Fan von Knit-Alongs, aber vielleicht spornt das die eine oder die andere den anderen ja an. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt 25 Tage lang Zeit, ich schaue am Kalender nach, welcher ist heute, zum Beispiel heute ist der 22. Juli, der 25 plus 25 Tage, also bis zum 31. wären es dann 10 Tage, wenn man den heutigen dazu zählt, oder auch nicht, wenn man erst am Abend beginnt, so genau nehme ich das nicht, und dann noch 15 Tage, sprich 15. August. Aber wenn ihr nicht heute beginnen wollt oder auch nicht in den nächsten Wochen, wenn ihr keine Zeit habt, kein Problem. Ich würde das machen bis Ende September. Also es geht auch noch, dass du der September hat 30 Tage, am 5. September beginnst. Und dann hast du 25 Tage Zeit. Haltet ihr das für eine gute Idee? Schreibt mir das doch mal. Also wer gleich beginnen möchte, kann ja gleich beginnen. Ich denke, ihr könnt mir ein Foto schicken, ein Ist-Foto, Stand-Foto, Ist-Stand, das meine ich, ein Ist-Stand-Foto. Entweder noch gar nicht begonnen oder ihr seid schon bei der Hälfte oder egal wie weit, wie immer, Ist-Stand mit Datum, zum Beispiel am Kalender, ein Kalenderfoto dazulegen oder am Bildschirm das Datum einblenden, sodass ich weiß, okay, heute an diesem Tag habt ihr begonnen und dann 25 Tage später, spätestens, schickt ihr mir ein zweites Foto mit dem fertigen Projekt. Und ich denke, wir nennen das 25 Tage Challenge. Ja, oder sollen wir es deutsch nennen? 25 Tage Wettbewerb. Ja, machen wir es auf Deutsch. Oder 25 Tage Knit-Along. Knit-Along ist zwar auch Englisch, aber das hat sich schon fast eingedeutscht. Okay. Wenn ihr wollt, schickt mir ein E-Mail mit dem Foto des Ist-Standes, soweit wie euer Projekt jetzt ist. Bitte beim Betreff schreiben 25 Tage Knit-Along. Und 25 Tage später schickt ihr mir das Endprojekt. Denn das fertige Projekt, das Foto vom fertigen. Ihr könnt mir gerne das fertige Projekt auch schicken. Aber ich meine, ja, ihr wisst schon, ich meine ein Foto vom fertigen Projekt. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten. Ich sage es jetzt nochmal kurz, knitandshine@gmx.at. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, macht ihr mit. Wenn nicht, könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Was ihr davon haltet, schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Ich habe jetzt mir auch noch keinen Preis überlegt. Könnt ihr auch dazu schreiben, wollt ihr wieder einen selbstgefärbten Strang Wolle oder soll ich mir was anderes überlegen? Also so genau habe ich das jetzt noch nicht geplant. Aber ich denke, irgendeine kleine Anerkennung für die 2500 Abonnenten. Nein, eigentlich sind es ja schon wieder mehr, aber okay. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Für die 2500 Abonnenten möchte ich euch wieder ein kleines Dankeschön geben. Gut, dann fangen wir mal richtig an und kommen wir dazu, was ich heute trage. Ich glaube, ich habe es schon mal angehabt im Podcast oder euch zumindest schon gezeigt. Das ist das Alberta Rose oder Alberta Rose, eine Anleitung von Drops Design. Und ich stehe wieder mal kurz auf. Also, ja, es ist sehr flatterig. Sehr leicht, sehr luftig. Es ist auch aus einer Baumwolle von Drops gestrickt und zwar die Drops Loves You Number 7. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das war so ein sehr günstiges Garn, das so ähnlich ist wie eine andere Baumwolle von Drops. Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen unsicher bin. Auf jeden Fall, das ist aus dem gestrickt und ich glaube, es gibt ein Garn mit der gleichen Stärke auch jetzt noch. Oder vielleicht gibt es sogar das noch. Also, wie ich immer wieder sage, ich kaufe ja keine normale Baumwolle mehr, sondern versuche nur mehr Bio-Baumwolle zu kaufen. Aber das ist, wie gesagt, schon älter und die Wolle hatte ich ja schon, also das Garn besser gesagt.
Ja, das Alberta Rose. Die Anleitung findet ihr gratis auf Drops Design und ich finde es wirklich sehr, sehr angenehm zu dieser Jahreszeit, weil es sehr, sehr luftig ist. Es ist ziemlich, hat ziemlich viel Positiv-Ease, also mehr Weite. Aber ja, ich mag das gerne, wenn es nicht anliegend ist und wenn man, wenn ein bisschen Luft runterkommt. Okay, dann ja, wollte ich euch ja noch sagen, dass ich auf Urlaub war. Wie ihr vielleicht an meiner dezenten Bräune erkennen könnt. Wir waren in Italien 8 Tage und ja, es war ein sehr ruhiger, angenehmer, erholsamer Badeurlaub, in dem ich auch einiges gestrickt und gehäkelt habe, wie ihr gleich sehen könnt. Leider haben wir auch etwas von diesen Waldbränden mitgekriegt. Also einerseits war es auf der anderen einer Seite in Bibione, also wir waren in Lignano. Bibione war rechts von uns, da hatten wir an einem Tag sehr stark große Rauchsäulen und Wolken gesehen und zeitweise ist es auch direkt über unseren Strand geweht. Das war ein bisschen unangenehm, aber nach einer Stunde hat der Wind gedreht und wir waren davon nicht mehr betroffen. Auf der anderen Seite haben wir es Richtung Triest gesehen, dass es auch dort brennt und dieser Brand, den haben sie offensichtlich nicht so schnell unter Kontrolle gebracht. Wir sind am Dienstag nach Hause gefahren und am Mittwoch haben wir dann gelesen, dass der so stark sich wieder entfacht hat, dass sie die Autobahn sperren mussten, auf der wir gefahren sind. Also ich denke nicht in diesem Stück, das wir benutzt haben, aber in dem Stück weiter westlich, östlich. Ja, dem Brand in Bibione, glaube ich, hatten sie am nächsten Tag dann wirklich vollkommen unter Kontrolle. Wir haben da einen kleinen Schiffsausflug gemacht mit Freunden, also die ein Schiff ist übertrieben, aber ein großes Motorboot haben. Die haben mit uns eine kleine Rundfahrt gemacht am Tagliamento und genau zu der Zeit haben wir auch gesehen, wie der Hubschrauber in einem großen Plastiknetz oder was das auch immer ist, Wasser schöpft aus dem Fluss. Und damit über das brennende oder noch glosende Stück Wald fliegt und nochmal Wasser dort ablädt. Ja, das war ganz interessant. Andererseits ist es natürlich wirklich tragisch, wenn es jetzt immer heißer wird und so viel brennt. Und ja, wir müssen wirklich was ändern, denke ich auch, was die Umwelt betrifft. Gut, aber das ist ohnehin in aller Ohren und in allen unserem Sinne, das wissen wir. Und auch wir Strickerinnen, glaube ich, können was dazu beitragen. Beim Einkaufen ist eh klar, überall. Na gut, dann komme ich jetzt endlich zu den Dingen, die ich fertig gestrickt habe. Was ihr schon kennt und was ich letztes Mal schon fast fertig hatte, sind ja die Socken zu meinem Kiwi-Pullover. Also diese da. Mit diesem Zopfmuster, das jetzt in den Licht- und Schattenspielen, ja, ich denke doch, ganz gut erkennbar ist. Also das habe ich zu meinem Kiwi-Pullover gestrickt, der ja aus einem Buch von Annette Danielsen ist, und zwar aus dem Buch Inspiration Bali, glaube ich, war das. Auf Ravelry, auf meiner Projektseite, findet ihr das. Ich verlinke wie immer alles unten. Hinten ist so ein Rippenmuster, eine verstärkte Käppchenferse habe ich dazu gemacht, die auch unten verstärkt ist. Da habe ich dann sogar 3 verstärkte Reihen noch zusätzlich gemacht, dass sich dieses Sohlenkäppchen ein bisschen weiter nach vorne zieht. Eine glatte Sohle und eine stumpfe Bändchenspitze. Und dazu ist jetzt auch der zweite fertig. Die sind ziemlich fest, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe die auch mit 2,25er Nadeln Nein, habe ich sie? 2,5er. Ja, das war eine selbstgefärbte Wolle von Schmusewolle, wenn ich mich recht erinnere. Und sie fühlen sich sehr, sehr weich, aber trotzdem fest an. Also es ist kein lockeres Gestrick, sondern es zieht sich wirklich gut zusammen, auch da am Fuß. Das mag ich ja gerne, wenn das nicht so schwabbelig ist und auch der, also an der Wade und auch am Fuß sitzt es gut eng und vor allem durch das Zopfmuster zieht sich das ja gut zusammen. Dass ich euch hier nochmal
präsentiere. Ich ziehe es mir mal auf die Hand. Dann kann man das vielleicht am besten erkennen. Das ist, sieht komplizierter aus, als es wirklich ist. Und es wird nur an den mittleren Stellen verzopft. Das andere sind nur Zu- und Abnahmen. Ja, also die sind fertig geworden, die ihr schon kennt. Und sonst, ja, dann habe ich noch zwei Paar Socken während der Autofahrt bzw. am Strand gestrickt. Also das sind wieder mal sogenannte Autostinos, also die ich nur während der Fahrt gestrickt habe. Ich glaube, ich habe das Bündchen noch zu Hause gemacht und dann den Glattrechtsteil zu Hause. Das Graue ist eine Opal-Uni-Wolle und das Bunte war die meilenweit Furioso mit Aloe Vera. Da sieht man auch, wie sie streift. Ja, obwohl das nicht gleich die ganze, nicht die gleich, die ganz gleiche Farbe ist, so meine ich. Also, ja, und ich habe sowohl das Bündchen als auch die Bumerangferse und die Spitze in dem Grau gestrickt. Und wie ihr seht, habe ich jetzt mal keine Bändchenspitze gemacht, sondern so eine Art Sternspitze. Also ich habe da nirgends nachgeschaut, ich habe mir das selber überlegt, wie das laufen könnte, weil man ja bei dieser Art immer 6 Maschen in einer Reihe abnimmt und bei einer Bändchenspitze immer nur 4. Also man nimmt hier eigentlich schneller ab, deswegen müssen die Abstände dazwischen größer sein. Und ich habe mich an keine Tabelle oder irgendeine Anleitung gehalten, sondern das nach Gutdünken gemacht und habe hier zuerst einmal bei der ersten Abnahme 5 Zwischenreihen, dann 3, dann 2 und einmal 1 und dann keine mehr. Und so lange abgenommen, bis nur mehr 12 Maschen übrig sind und die dann zusammengezogen. Und da sieht man diesen Stern eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob die normale, die richtige, ob es eine richtige Sternspitze gibt oder wie die eigentlich gehen sollte. Keine Ahnung. Und ich habe es auch versucht, gegengleich zu machen. Hast du mal den Unterschied bemerkt? Wie soll ich das halten? Auf jeden Fall bei einer habe ich die, also es waren 60 Maschen und immer nach 10 Maschen habe ich abgenommen. Also eigentlich 8 Maschen glatt gestrickt, dann 2 zusammengestrickt. 8 Maschen glatt, 2 zusammen und so weiter. Bei der anderen habe ich es umgekehrt gemacht. Zuerst 2 zusammengestrickt, dann 8. 2 zusammen, dann 8. Und wenn ich es am Anfang gemacht habe, habe ich es auch überzogen. Zusammengestrickt. Deswegen rennt diese Spirale, wenn man so will, dann eigentlich in die andere Richtung. Aber ich kann es euch schlecht zeigen. Aber ihr könnt es euch sicher vorstellen. Ja, eins rechts, eins links Bündchen. Wie gesagt, 60 Maschen, glatt hinunter, eine Bumerangferse. Und da habe ich auch, ich finde, dieser graue Streifen, der sich ja da aus der Ferse ergibt, der fügt sich gut ins Muster ein, weil die auch so gräulich sind. Also das eine ist mehr, vielleicht ein bisschen mehr Naturfarben und das andere ein bisschen rosa, aber es sieht so aus, als gehört dieser graue Streifen dazu. Und ich habe, als ich hier dann geendet habe, die nächste gleich mit dem gleichen Faden wieder begonnen, also ich habe nichts abgewickelt und es ist sich so ausgegangen, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist, also dass man sieht, dass das Absicht ist und da sind die grauen Streifen halt dann an einer anderen Stelle. Aber auch da macht sich der Fersenstreifen ganz gut in der Mitte zwischen beiden anderen und da sind sie halt weiter unten bei der Spitze. Also wie gesagt, sie sind unterschiedlich, aber ich finde sie sehr hübsch. Und sie werden in meine Spenden- oder Geschenkebox wandern. Und das zweite Paar Socken, das ich dann noch im Urlaub gestrickt habe, das habe ich eigentlich fast ausschließlich am Strand gestrickt. Genau, und das ist ein Muster, das ich... wo habe ich denn das gesehen?
keine Ahnung, auf jeden Fall ist es aus Ravelry. Es ist eine Gratis-Anleitung auf Deutsch und auf Englisch, beides. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass es eine richtige Anleitung ist. Also da steht zwar, wie viele Maschen du anschlagen sollst, aber es steht nicht, wie viel Reihenbündchen und so weiter und wie die Ferse gestrickt wird um die Spitze, sondern es ist nur das Muster dargestellt. Ja? Und ich spreche von den Socken, die sich nennen Splash. Die, im Original schauen sie das so aus. Ja, ich glaube, jetzt sieht man es ganz gut. Und Splash, so schreibt man es. Ich glaube, mit so einer selbstgefärbten Wolle kommen die besser raus. Entschuldigung, gerade ein Hubschrauber. Ich hoffe, der fliegt nicht noch öfter. Kommen die besser raus, wenn man so eine selbstgefärbte Wolle hat, die so jede zweite Reihe unterschiedlich ist. Weil man da mit Hebemaschen strickt und dann hat man eigentlich immer eine Kontrastfarbe im Hintergrund. Und bei mir, ich habe eine Opalwolle genommen, und zwar habe ich die Banderole auch noch da. Nein, ich glaube, das war so eine Schafbarten. Habe ich jetzt nicht mehr da, werde ich aber in die Projektseite schreiben. Also, man kann die auch entweder von der Spitze beginnen oder von Bündchen. Aber ich wollte, dass diese Hebemaschen nach hinauf zeigen. Ja? Deshalb habe ich sie von der Spitze begonnen. Ich mache das eigentlich ganz gern, wie ihr wisst. Also das ist die Spitze. Und da habe ich dann zugenommen. Und das ist das Muster. Also ich muss es euch jetzt so hinhalten. Und man sieht eben leider, dass es an diesen einfarbigen oder fast einfarbigen Stellen nicht so gut zur Geltung kommt, wie wenn sich ein bisschen mehr tut im Muster, wenn die Hebemaschen dann eine Kontrastfarbe zum Hintergrund bilden. Ja, also da kommt es dann wieder gut raus und dann wieder weniger und dann wieder besser. Aber ich finde es trotzdem schön eigentlich, und das Muster ist sehr einfach. Das merkt man sich sehr schnell und kann es dann ohne Hinschauen stricken, also ohne der Anleitung. Allerdings muss man schon immer aufpassen. Also so ganz mindless ist es nicht, dass sich diese Hebemaschen ja immer versetzen. Wenn ich es euch mal von vorne zeige. Ja, und auch da habe ich so gemacht, dass ich eigentlich, wo ich hier geendet habe, dann bei der zweiten unten begonnen habe. Ja, also das ist der Farbverlauf, der da so weitergeht. Mal wieder bei der Spitze begonnen. Und da kommt es am Anfang besser raus. Das Muster, die Hebemaschen, durch diese Farbwechsel. Dann hier ist wieder diese semi-solid. Die Färbung kommen es wieder schlechter raus, die Hebemaschen, und da wieder besser. Ja, auch die zwei sind beabsichtigt ungleich. Und ja, finde ich gut. Auch da eine Bumerangferse. Und da habe ich dann italienisch abgekettet, da oben. Bitteschön. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist immer der Anfang und das Ende. Also da sieht man so eine kleine Wölbung und man spürt auch eine Verdickung. Und bei diesem italienisch Abketten gibt es ja die Möglichkeit, das langsam zu tun. Das spricht immer nur eine Masche abzunähen oder immer zwei zugleich zusammenzufassen. Also beide rechte Maschen und beide linke Maschen. Das ist zwar ein bisschen komplizierter, aber wenn man es einmal heraus hat, dann finde ich es praktischer, weil es schneller geht einfach. Und ich habe diesmal aber wieder nachsehen müssen, wie es geht, wie es funktioniert. Es ist vor allem der Anfang immer die Sache, wie beginne ich richtig. Und ich habe dann ein Video gefunden, und wenn ich dann denke, verlinke ich euch das auch nochmal, wo man dieses zweistufige Abketten
wo das gut erklärt wird. Ich schaue mir auch so ungern Erklärvideos an, die lange dauern, weil ich möchte das jetzt gleich wissen, wie das geht und nicht davor 10 Minuten irgendeinen Vorspann erklärt bekommen, warum sie das macht und was man für Material braucht oder so weiter. Allerdings ist da der Anfang nicht dabei. Der Anfang ist wieder bei einem anderen Video dabei und das vielleicht könnt ihr mir da mal schicken, ihr mir da helfen und vielleicht wisst ihr ein Video, wo sowohl der Anfang gut erklärt ist, vielleicht auch sogar das Ende, wäre ja auch nicht schlecht, aber mit dem Abketten, wo man immer 2 Maschen zugleich abkettet, nicht nur eine. Na gut, auf jeden Fall im Prinzip, zweite auch, ist es schön dehnbar, aber wie gesagt, dieser Knubbel da beim Anfang und Ende stört mich ein bisschen. Auch die waren dann in die Geschenkebox, besser gesagt Spendenbox. Das werden sicherlich grüne Socken für die Aktion Grüne Socken Österreich. Wer da noch dazu Fragen hat, kann mir auch gerne schreiben, beziehungsweise habe ich mal ein Sondervideo dazu gemacht, eine Sonderfolge, kann man sich die auch gerne anschauen. Da habe ich jetzt auch wieder schon, also da sammle ich jetzt einige Stück, bevor ich es wieder abgebe. Ja, und dann habe ich noch was ich angeschlagen und schon fertig gemacht habe, nämlich was strickt man jetzt bei diesen Temperaturen gerne, kleine Sachen, möglichst aus Baumwolle, finde ich, weil mit der Wolle kriegt man schon leicht schwitzige Hände. Und da ich ja vor einigen Wochen von einer lieben Zuschauerin dieses Buch geschenkt bekommen habe, Spültücher stricken, habe ich mir da gleich das erste Mal rausgesucht, nämlich dieses. Das nennt sich frische Petersilie. Ja, ich habe es jetzt nicht in grün gestrickt, sondern in türkis und blau oder eisgrün und blau und meins sieht so aus. Und das Muster ist auch ganz einfach, aber auch da muss man aufpassen und immer mitzählen. ja, und dieses I-Cord-Schlingel habe ich dann selbst noch dazu erfunden. Ist vielleicht auch nicht perfekt angenäht, aber ich glaube, es wird seinen Zweck tun. Ob es als... Jetzt ist da gerade ein Schmetterling. Komm doch mal vor die Kamera. Nein, er fliegt wieder weg. noch einer. Ein Pärchen vielleicht. Ja, es ist eigentlich für ein Spültuch schon relativ groß geworden und wenn ich mir vorstelle, dass das hängt und nass hängt, wird sich das da schon ziemlich in die Länge ziehen. Also ich habe meine Spültücher eigentlich ohne Schlauferl und hänge sie dann meistens einfach so über die Armatur, damit sich das nicht so in die Länge zieht. Aber ja, jeder wie er will, auch das wird ein Mitbringsel mal sein oder ein Geschenk, keine Ahnung. Also mir hat das nur Spaß gemacht, mal was Kleines wieder aus Baumwolle zu stricken und ich finde, das ist immer ein nettes Geschenk und es sieht auch hübsch aus, oder? Ja, und da habe ich auch ein zweites begonnen aus diesem Buch, denn ich habe ja sehr viele, vielleicht zeige ich euch das mal kurz in die Kamera, in diesem Plastiksack sehr viele Reste von der Drops Paris bzw. eben das ist diese Drops Loves You Number 6 und auch noch eine dickere, aber nur mal kurz, dass ihr eine Vorstellung habt, was dann noch alles verstrickt werden oder verhäkelt werden muss. Ja, ich glaube so kann man es halbwegs sehen. Also das ist auch noch eine Menge und vielleicht entstehen da noch ein paar Spielbücher. Habe ich zumindest vor. Und das nächste, was ich da jetzt angefangen habe aus diesem Buch, ist so eines, das nennt sich Waffelmuster. Ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das kann man auch zweifarbig stricken. Dann sieht es so aus. So ist es, glaube ich, besser zu erkennen. Und das wird diagonal gestrickt. Also man beginnt hier an der Spitze unten und die Reihen laufen dann so hin und her. Auch das ist eigentlich ganz einfach, aber auch da muss man aufpassen. Und ich habe diese Art von Muster noch nie gestrickt. Wenn ich mir das so ansehe, denke ich doch, dass das von der Vorderseite her gesehen nur rechte Maschen sind.
Und dann lese ich hier, aber jede, es werden nur rechte Maschen gestrickt, also auch auf der Rückseite. Habe ich mir gedacht, das ist ein Druckfehler hier, das kann nicht stimmen. Aber doch, es stimmt. Also du strickst nur rechte Maschen und das Ganze funktioniert mit Hebemaschen. Und dadurch ergibt sich so dieses nette Wabenmuster. Bei mir wird es auch nicht einmal zweifarbig, sondern wie es scheint dreifarbig oder vierfarbig eigentlich. Also dieses naturfarbene ist die Drops Bell, die ich auch noch in meinen Resten hatte. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus Baumwolle und Leinen. Und die anderen sind, das ist keine Drops. Dieses Orange- und Pinkfarbene ist eigentlich eine Wolle. Das hat einen ganz langen Farbübergang und das ist ein Rest gewesen. Und eigentlich waren es mehrere Reste, wie man hinten an den Enden sieht, musste ich da auch stückeln. Da habe ich mal so Tiere draus gestrickt. Ich glaube, ein Zebra war es und noch ein zweites, was ich da noch hergeschenkt habe. Das war leider auch noch vor meiner Ravelry-Zeit. Es glaube ich, war es von Junghans. Wenn ich mir einbilde, ist die Wolle auch von Junghans. Ich werde versuchen, das noch zu finden und euch unten zu verlinken. Also wie gesagt, das Orange-Pink ist eigentlich ein langer Farbübergang. Und dann, als ich genügend Maschen hatte und man wieder abnehmen musste, habe ich dann nur mehr wenig von diesen Pinken gehabt, sodass ich gedacht habe, eigentlich wird es besser ausschauen, wenn jetzt die Hälfte in einer anderen Farbe ist. Allerdings hätte ich noch weiter Pink machen können, als später mit diesem, das ist Dunkelblau, das Dunkelblau dazu bringen können. Ja, egal. Es wird auch nicht wirklich ein Quadrat, wenn man es nicht spannt, sondern eher ein Trapez. Vielleicht sieht man es so besser, dass das keinen rechten Winkel ergibt. Es steht ja drinnen, man muss es spannen. Allerdings frage ich mich auch, wenn ich es spanne, ob es dann, wenn es in Gebrauch ist und wieder nass wird, nicht in seine ursprüngliche Form zurückfällt. Tja, na egal, man kann das auch als Trapez, als Spültuch verwenden. Das Blau ist auch, das war von, ich glaube auch von Junghans, habe ich jetzt auch woanders die Banderole. Aber im Prinzip geht es darum, wie man Baumwollreste gut verstricken kann, noch gut gebrauchen kann. Und ich finde das eigentlich auch sehr hübsch. Dieses Muster mit diesen Farben wird sicherlich auch ganz nett. Und ich hoffe, da freut sich auch mal jemand drüber. Denn ich habe schon, ich glaube, ich habe 8 verschiedene Baumwollspültücher, die ich wirklich sehr gern verwende. Ja, das ist das. Und dann zeige ich euch, woran ich noch weiter gestrickt oder gehäkelt habe, besser gesagt. Einerseits habe ich weiter gehäkelt an meiner Granny Stripes Decke. Das erste fertige ist da schon drinnen. Ist das warm, das ist jetzt in der Sonne gestanden. Und beim zweiten Streifen bin ich jetzt so weit. Da habe ich euch letztes Mal, glaube ich, bis hierher gezeigt. Das ist jetzt dazugekommen. Das war die Weihnachtswolle, aus der ich Socken für meinen Mann gestrickt hatte. Auch von Lana Grosser, eine ganz besondere Weihnachtsfärbung. Ja, wobei es nicht wirklich weihnachtlich ist. Aber da ein bisschen Grün auch drinnen ist, darf das auch in den Streifen für die Decke dazukommen. Also ihr wisst ja, ich will einige von diesen Streifen machen und die dann zu einer Decke zusammenhäkeln. Und nehme immer die Reste von den Sockenwollen, die mir übrig bleiben, wenn ein bisschen Grün oder Türkis drin ist. Also da habe ich jetzt dann eben diese Wolle von den Splash-Socken, die da auf jeden Fall hineinwandern darf.
dann habe ich die, wobei da eigentlich kein Grün und Türkis drinnen ist, aber ich habe mir gedacht, wenn ich sie abwechsel mit der und jeden zweiten Streifen, also immer zwei Reihen hin und zurück häkle in einer Farbe und dann hin und zurück in der anderen Farbe, dann sieht das vielleicht auch so aus, als wäre das in der Wolle drinnen oder zumindest das Grün dabei. Ja, das sind so meine Pläne fürs Häkeln. Und dann habe ich ja noch was anderes gehäkelt. Und diesmal Granny Squares, habe ich ja euch das letzte Mal auch schon gezeigt. Das Top für meine Tochter, die auch bei Drops dieses Top gesehen hat. Wie heißt es nochmal? Woodstock Weekend. Woodstock Weekend heißt es. Und sie wollte auch so ein Top. Allerdings habe ich gesagt, ich möchte wie gesagt auch wieder Reste verwenden. Habe dann ein bisschen was dazu bestellt. Eine Bio-Baumwolle von Katja, die Katja Biofair oder so heißt sie. Und hatte schon jetzt insgesamt 70 Quadrate gehäkelt. Auch viele davon am Strand. Ich hatte mir vorgenommen, immer 5 am Tag und das habe ich fast durchgehalten. Auf jeden Fall habe ich jetzt 70 fertig. Die sind für das Oberteil und dann brauche ich noch kleine Quadrate für die Träger. Allerdings würde ich die am liebsten einfarbig machen. Irgendwie habe ich jetzt gar keine Lust mehr auf Quadrate, aber ich denke, sie wird darauf bestehen und es wird auf jeden Fall trotzdem hübscher aussehen. Von diesen 70 sind jetzt schon mal 35 teilweise zusammengehäkelt. Allerdings werde ich es nochmal aufmachen, weil man doch ja, ein bisschen eine Regelmäßigkeit erkennt, die wir nicht wollen. So, wie soll ich euch das jetzt halten? Ich halte es euch mal quer, besser gesagt längs. Also das sind die 35, die schon zusammengehäkelt sind. Und wie ihr seht, habe ich sie jetzt nur der Länge nach zusammengehäkelt. Und zwar geht das ganz schnell, indem man da auch viele Luftmaschen macht dazwischen. Also es wird nicht in jede Masche eingestochen. Deshalb geht das überhaupt schneller. Und wie ihr seht, ist das auch die Rückseite, wo ihr ja die Spannfäden sieht. Also ich habe ja hier versucht, weil das jedes Quadrat hat 4 Farben. Das heißt, du hast 8 Enden. Jetzt musste ich nur überlegen, ob in der Mitte die gleiche Farbe ist. Nein, 8 Enden. Und damit ich nicht bei 70 Quadraten 8 Enden vernähe. Das heißt, es wären 560 Fäden zu vernähen gewesen. Habe ich die meisten gleich mitgehäkelt. Was wieder bedeutet hat, dass ich länger zum Häkeln gebraucht habe, weil ich immer schauen muss, dass der Faden eh richtig liegt da hinten, dass ich den mithäkeln kann. Ja, also in Wirklichkeit kommt es dann so. Ja, also die Breite kommt so um den Körper und sie ist etwas größer und stärker als ich, also braucht sie dann mehr. Ich hoffe, dass passt. Sie wird heute Nachmittag noch kommen und dann werden wir das mal anlegen. Zur Not, wenn es wirklich zu groß ist, kann man ja ein oder zwei Streifen da auch weglassen. Oder dann beim Rückenteil eben nur mehr weniger nehmen. Ja, also so in etwa wird das aussehen, aber wir werden es heute teilweise nochmal aufmachen und neu anordnen. Denn irgendwo hat sie eine Regelmäßigkeit gesehen, dass da glaube ich zum Beispiel, ja es ist jetzt schwer zu zeigen, aber das, wie gesagt, das ist kein Problem, das Aufmachen. Es war nicht so viel Arbeit, das zusammenzuhäkeln. Und wie gesagt, es ist eh nur mal eine Seite. Und als nächstes wird dann auch die Querseite, beziehungsweise hier Längsseite, verhäkelt und zusammengehäkelt. Und auch die Rückseite und dann die Träger. Und dann hoffe ich, dass das bald fertig wird, sodass ich es diesen Sommer noch tragen kann. Genau, das sind dann hier noch die anderen drinnen und die Farben, also ich zeige euch dann nur mal kurz einen Blick hinein, wo die anderen Quadrate liegen und die Wollreste sind. Also das habe ich extra in einer Projekttasche, weil mit den ganzen Farben und so weiter mag ich das nicht in der großen Tasche herumkugeln haben. Dann ja, verwickelt sich das alles noch mehr. Gut, das wäre dieses. Und ich glaube, jetzt habe ich nur eines, das ich begonnen habe, und zwar das schon für den Winter ist. Also das habe ich angefangen zu stricken, als es noch nicht so heiß war, sagen wir mal so. Und das wird wieder gestrickt
aus der unversponnenen Wolle von Nütiden. Also Nütiden heißt das Garn, Nütiden. Und die Firma heißt, glaube ich, Honer Echör oder so ähnlich, so eine schwedische Firma, die dieses unversponnene Garn vertreibt. Und ich glaube, das ist sogar auch ungefärbt. Das ist so ein dunkelbraun und man sieht auch viele weiße Härchen noch drinnen. Sehr, sehr flauschig, aber mit Vorsicht zu genießen, weil es eben sehr leicht reißt. Und deshalb habe ich aus diesem Grund noch ein Mohairfaden, ein Kitzelig von Drops mitlaufen. Das ist dieses dunkelgrau. Und insgesamt ergibt das dann so eine Farbe. Also man erkennt es jetzt hier leider, ja, da so ist es doch halbwegs ein bisschen heller vielleicht zu erkennen, so ein schönes Bitterschokoladebraun, noch gräulicher. Und ihr seht schon, da ist ein bisschen ein Muster zu erkennen, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber das liegt eben daran, an diesem Flausch, dass die Muster nicht so rauskommen. Aber das macht nichts. So. Und zwar wird das der Pulli Zwiebel. Ja, der Name ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder kann man sich nicht so viel drunter vorstellen. Aber das ist wieder ein Annette Danielsen Pulli aus diesem Buch Gestrickt wie getöpfert, das ich ja auch schon mal vorgestellt habe, dieses Buch in einer anderen Folge. Und jetzt suche ich den noch mal kurz hier. Da ist er. So wird der fertig aussehen, so oder so ähnlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwas... Ja, jetzt sieht man das Muster gut. Da unten diese sogenannten Zwiebeln und wie die Zöpfe dann so hinauflaufen. Und zwar ist ja dieses Buch, alle Modelle aus diesem Buch sind inspiriert von Töpfermodellen, von Keramik, und die in einem dänischen Museum ausgestellt sind. Und da hat sie diese Vorlage genommen. Und da sieht man schon eindeutig, dass das Zwiebeln sind, vielleicht Blumenzwiebeln, weiß ich nicht, ob Speisezwiebeln gemeint sind. Auf jeden Fall dadurch inspiriert hat sie dieses Modell entworfen, und das finde ich immer ganz, ganz lustig, dass sie da solche Ideen hat und wirklich tragbare Modelle auch daraus entwirft. Ja, und das hat auch Spaß gemacht, solange es noch nicht so heiß war. Im Moment ruht das und das muss ja auch nicht schnell fertig werden. Also, das wird der Zwiebelpulli. Ein bisschen näher, jetzt sieht man die Zöpfe vielleicht auch ein bisschen, aber wie gesagt, durch das Flauschgarn verschwimmt das alles. Das macht nichts. Man erkennt das Muster, es ist eigentlich angenehm zu stricken, und ich denke dann auch in der kalten Winterzeit, schauen wir mal, ob wir heizen können und dann hoffentlich auch gut zu tragen. Ja, das wären eigentlich alle meine Projekte, die ich im Moment in Arbeit habe. Und nochmal, um auf diese 25 Tage Knit-Along, um auf den zurückzukommen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich dann auch wieder an einem Annette Danielsen Projekt weiterarbeite, nämlich an der Mosaikjacke. Also bis irgendwann in den Frühjahr hinein habe ich ja daran weitergearbeitet, und dann habe ich gesagt, nein, das macht jetzt mal eine Sommerpause. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich damit demnächst, sobald die Temperaturen etwas nachlassen, wieder beginne, dass ich das fortsetze, diese Mosaikjacke weiter zu stricken. Da habe ich ja schon beide Ärmel fertig und auch den Rumpf, so 15, 20 cm schätze ich jetzt mal. Also das wäre ein gutes 25-Tage-Projekt, denke ich, ja. Da könnte ich natürlich... Ex-Equo heißt gleich, wie sagt man, außer Order, out of order mitmachen, dass ich halt nicht mitspiele, ist eh klar. Ja, genau, das wäre mal alles, was ich gestrickt habe, und dann wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen, was mir so eingefallen ist am Strand. Das in Lignano, vielleicht kennen es einige von euch, gibt es ja einen wundervollen Sandstrand, also ich glaube 8 Kilometer lang und
300 Meter breit, jetzt mal grob geschätzt, riesig. Und also die größte Sandkiste der Welt, glaube ich. Und mir ist dazu eingefallen, dieser Bibelvers, wo Gott zu Abraham spricht, deine Nachkommen werden so viele sein wie Sand am Meer. Und dann habe ich mir diese Bibelstelle nochmal genauer angesehen und nachgedacht, wie ist das eigentlich gemeint. Ihr kennt ja sicherlich alle die Geschichte, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Ja, die Geschichte kann mehrdeutig ausgelegt werden, was ich schon alles gehört habe. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sondern nur insofern, dass Abraham ja eigentlich Gott gehorchen wollte. Also er hat gesagt, ja, er tut das und ist mit Isaak da auf diesen Berg gegangen. Und Isaak hat sich dann schon gewundert, ja, wo ist denn eigentlich unser Opfertier? Wir haben Holz und sonst alles, aber kein Opfertier. Und Abraham hat gemeint, ja, Gott wird schon dafür sorgen. Und sie kommen dorthin an die Stelle und ja, Isaak liegt dann schon auf diesem Holz und Abraham ist bereit, das anzuzünden, als er dann plötzlich einen wieder sieht, der sich mit seinen Hörnern im Unterholz verfangen hat. Und da spricht dann Gott zu ihm und sagt, hör auf, nein, ich will gar nicht deinen Sohn, ich wollte eigentlich nur deinen Gehorsam prüfen. Und da lese ich euch dann kurz vor, was Gott noch sagt. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dann weiter, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Also, da ist schon mal auffällig, dass er im Alten Testament, das ist ja noch im ersten Buch Mose, schon spricht davon, alle Völker sollen gesegnet werden. Also nicht nur das Volk Israel. Und das war auch nicht das erste Versprechen seiner Segnungen, das Gott an Abraham gegeben hat. Es kommt öfters vor, ein anderes Mal, eben noch vorher, als Abraham ausziehen sollte aus seiner Heimatstadt, da heißt es, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also auch davon, da ist wieder die Rede von der gesamten Menschheit eigentlich, die durch Abraham gesegnet werden sollen. Aber dann ist eben die Frage, erstens einmal, wer ist dieser Same, wie wir vorher gelesen haben, will dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren. Also damit sind seine Nachkommen gemeint. Ja? Und wie wir wissen, hat ja Abraham mit seiner Frau Sarah lang keine Kinder bekommen und dann ist er zu seiner Magd gegangen und hat mit ihr zuerst den Ismael bekommen, was auch eine andere Geschichte wäre, und erst danach ist die Sarah schwanger geworden mit dem Isaak, den er dann opfern sollte, und dann hat sie noch andere Kinder bekommen und diese Kinder wieder und so weiter. Also insgesamt hat er sich wirklich mächtiglich vermehrt, aber wer sind jetzt diese Leute, die dadurch gesegnet werden? Das ist die Frage. Und dazu gibt es auch noch eine Erklärung im Neuen Testament, im Galaterbrief. Da heißt es, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, also ihr, zu denen er spricht, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Er erklärt, also es geht um den Glauben. Und an welchen Glauben
denn an Glauben an den Urknall, an Glauben an, ich weiß nicht was, an das Spaghetti-Monster, keine Ahnung. Auch das wird natürlich hier nochmal erklärt, wie oder an was soll man denn eigentlich glauben, um gesegnet zu werden. Und das habe ich in Apostelgeschichte gefunden. Da heißt in Apostelgeschichte 16, Kapitel, Vers 30 und 31. Da fragt jemand, Jesus, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und wenn ich jetzt Rettung mit Segen gleichsetze, dann hat das was damit zu tun, dass wir sowohl in diesem Leben gesegnet werden können, als auch die Segnungen in der Ewigkeit, also die Rettung hier und in die Ewigkeit hinein gerettet zu werden. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Also der Glaube an Jesus ist ausschlaggebend. Und wenn das heißt, du und dein Haus, dann sind mit dem Haus seine Mitbewohner gemeint. Seine Familie, seine Dienstboten vielleicht. Ich denke, das spielt ja zur Römerzeit, dass damals sehr große Haushalte es hauptsächlich waren. Wobei der Haushaltsvorsteher, der Vater, schon das Sagen hatte. Also es war schon ein Patriarchat, kann man meinen. Und wenn er sich bekehrt, dann hat er das wahrscheinlich seiner Familie erklärt, dass er zum Glauben gekommen ist. Und dann sind die anderen auch nachgefolgt. Also es ist nicht so, dass man diesen Glauben einem überstülpen kann. Der Vater glaubt, also glauben alle, das ganze Haus. Nein, das muss sich schon jeder selber entscheiden. Und wenn dann der Glaube an den Herrn Jesus angesprochen wird, dann ist wieder die Frage, ja, was genau bedeutet denn dieser Glaube an den Herrn Jesus? Und auch dazu habe ich was gefunden. Da steht im Johannesevangelium, da sagt er dann, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Leben eben nicht nur auf dieser Welt, sondern das Leben in die Ewigkeit hinein, das wir bekommen durch den Glauben daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wie ich auch immer wieder sage. Und ja, ich hoffe, ihr könnt auch mit diesem kleinen Ausflug ins Christentum etwas anfangen. Und ich bitte euch, darüber nachzudenken oder selber mal drin zu lesen, euch Videos dazu anzusehen oder Sekundärliteratur dazu zu lesen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne, bin jederzeit dazu bereit, entweder in den Kommentaren oder im E-Mail, könnt ihr mich alles fragen, was das betrifft. Das Schlimmste, was passieren kann, dass ich schreiben kann, dass ich schreiben werde, ich weiß es auch nicht. Aber ich werde es versuchen zu beantworten und ja, damit hätten wir auch das besprochen. Ja, ich habe euch vieles gezeigt und vieles erzählt und jetzt kann ich euch nur mehr wünschen, dass ihr den Rest des Sommers noch gut verbringt. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte hinter uns gebracht. Ich habe noch ein paar Wochen Ferien, was mich sehr freut. Wir werden dann auch irgendwann mal noch mal kurz wegfahren in die Steiermark. Ich werde es aber hier nicht mehr groß ankündigen, wann das sein wird, denn tja, man weiß ja nie, wer das alle ansieht und ich glaube, man sollte nicht zu viel preisgeben in seinen Videos, aber jeder nach seiner Art, ja. Okay, dann sage ich noch, danke nochmal für die Abos und wenn du noch keines gemacht hast, dann drück aufs Knöpfchen oder ich freue mich auch über Daumen hoch und über Kommentare natürlich. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch Gesundheit, ich wünsche euch Gottes Segen und sage wie immer, Baba!